Zwei Männer finden die Leiche einer jungen Frau und müssen diesen schrecklichen Fund ihrer Familie mitteilen. Sie stehen vor der Fensterfassade des Hauses der Familie und verzögern den Moment der Übertragung der Nachricht. Das ist alles, worum es in Maurice Maeterlincks Interieur, diesem kurzen Stück, 1895 uraufgeführt in Paris, geht. Es ist ein Initialwerk der Moderne. Warum? Weil alles vom Beobachten handelt. Vom Selbstbeobachten und vom Beobachten der anderen. Das Schicksal der Menschen hängt an einem Fenster. Deswegen wollen wir dieses Stück über die Metapher des Fensters beschreiben. Wir wollen das Fenster ernst nehmen als Lebensgegenstand. Von seiner materiellen, technischen Seite, von der Art und Weise, wie wir es pflegen, wie wir es behandeln, wie wir es berühren und auch von der metaphorischen, künstlerischen Seite soll es in dieser Folge eine Rolle spielen. Maurice Maeterlincks Interieur durchs Fenster betrachtet. Fenster sind unsere Augen zur Welt. Wir brauchen sie, um zu schauen, um zu leben. Wir stehen hier vor der Glaserei Rosenthal seit 20 Jahren in Berlin-Charlottenburg, einer der entscheidenden Anlaufpunkte für Glas und Fenster, und sprechen jetzt gleich mit dem Inhaber Andreas Rosenthal über die technische Seite des Fensters. Ein Fenster besteht aus Holz, Kunststoff oder Metall. Und ein Fenster ist eigentlich die Lichtquelle oder die Belüftungsquelle für einen Raum, sozusagen. Was gibt es denn da für unterschiedliche Glasvarianten? Es gibt ganz normale Fenstergläser, je nach Anspruchsklasse, also sprich, welche, sagen wir mal, Sicherheitseffizienz die haben müssen. Oder also ganz normale Baugläser. Bei ganz normalen Wohnungsfenstern wird 4 mm oder 5 mm verwendet. Und in Türen oder im Absturzbereich wird dann Sicherheitsglas verwendet mit Folieneinlagen oder verschiedene Beschichtungen drin. Da gibt es halt endlose Paletten heute. Haben Sie da Beispiele für? Also was verschiedene? Ja, hier haben wir zum Beispiel ganz normale Strukturgläser. Mhm. Die sind nicht durchsichtig, aber man sieht, dass man die Silhouetten dahinter sieht. Für Badfenster oder Arztpraxen oder sonst irgendwie was verwendet. Ne? Dann haben wir ja so verschiedene Motive, die ist wieder ein bisschen durchsichtiger, hat aber so eine etwas so eine Struktur, wie so, das nennt man Gussantik, wie ein bisschen auf alt gemacht für Türen. Aha. Meistens werden diese Sachen so für Wohnungstüren oder wie gesagt für Badfenster verwendet halt eben. Ne? Mhm. Hat sich eigentlich da viel verändert, wenn man jetzt mal so sagt, in den letzten 30, 40 Jahren in der Art, wie Fenster gemacht werden? Ja, früher gab es Einfachverglasung und heute gibt es halt eben diese sogenannten Wärmeschutzverordnung seit 95, die stetig natürlich steigen durch auch Energieeffizienz. Und da werden halt immer mehr Isoliergläser verwendet, gerade im Neubau. Die Einfachverglasung gibt es halt noch in den Altbaubereich. Und die werden noch wie ursprünglich mit Fensterkit eingesetzt. Und heutzutage werden die entweder mit in Druckverglasung mit Gummis auf Leisten gemacht oder mit Silikon halt eben versiegelt. Warum soll ich Sie überhaupt begleiten? Gehen Sie doch allein, ich warte, bis Sie mich rufen. Ich bin nur auf der Durchreise, ich bin ein Fremder. So etwas macht man besser nicht allein. Ein Unglück, das man nicht alleine mitteilt, ist weniger eindeutig und weniger bedrückend. Auf dem Weg hierher habe ich darüber nachgedacht. Wenn ich allein hineingehe, muss ich gleich anfangen zu reden. Nach ein paar Worten wissen Sie Bescheid und ich habe nichts mehr zu sagen. Und ich habe Angst vor dem Schweigen, das auf die letzten Worte einer Unglücksbotschaft folgt. Da bricht es einem dann das Herz. Wenn wir zusammen hineingehen, sage ich Ihnen beispielsweise: Nach langem Umschweifen, man hat sie so gefunden. Sie trieb auf dem Fluss, ihre Hände waren gefaltet. Ihre Hände waren nicht gefaltet. Ihre Arme hingen längs des Körpers. Sehen Sie, unwillkürlich redet man. Und die ganzen Einzelheiten lenken von dem eigentlichen Unglück ab. Gehe ich hingegen allein rein, wissen Sie es schon bei den ersten Worten. Und wie ich Sie kenne, wäre das schrecklich. Und Gott weiß, was passierte. Sprechen wir jedoch abwechselnd.
Dann hören sie uns zu und denken nicht daran, der schlechten Nachricht ins Auge zu sehen. Erstmal, wie lang sind Sie denn schon Glasreiniger? Also angefangen zu lernen habe ich erst 1975. Seitdem bin ich dabei, also 46 Jahre. Okay, und wenn wir jetzt hier mal diese Fenster, einfach nur mal beispielhaft, was sind das für Fenster? Das sind Doppelfenster mit Oberlicht, manche sagen Kastenfenster, Doppelfenster. Dann da drüben zum Beispiel sind diese kleinen Oberlichter da drüben, da muss man ein bisschen mehr arbeiten. Und da sind Kasten, also das sind Karofax, da muss man dann richtig, also da ist richtig Arbeit. Hier ist einfach, ja, ist einfach zu reinigen, weil es eine durchgehende Fläche ist. Da muss man ledern, einwaschen, ledern und polieren. Von links nach rechts. So, wie gehen Sie jetzt ran an so ein Fenster? Ich nehme Wasser und Seife. Seife? Was für Seife? Pryl. Pryl, ganz normal. Fit. Wat? Also es ist fettlösend, ist das Wichtige. Ja, und mehr brauchen Sie nicht. Also wenn es jetzt normal verdreckt ist, also sprich, wenn jetzt hier nicht geraucht wird groß oder sowas. Ah, Rauch macht aber spezielle... Rauch ist ein richtiger Film. Ja? Ja. Und da haben wir früher Salmiak genommen, aber das brauchen wir heute. Weil die meisten Leute rauchen heute auf dem Balkon. Ja, ja. Sie selber jetzt, ja? Wie oft putzen Sie Ihre Fenster zu Hause? Alle 6 Wochen. Alle 6 Wochen? Verlangt meine Frau. Aber also ich mache wirklich so alle 4-6 Wochen, je nachdem, wie es regnet. Aber im Schnitt sage ich immer 2-mal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Ja. Und dazwischen, wenn jemand 3-mal haben will oder sowas, ist die Geschmackssache, also wie man sich selber dabei fühlt. Na klar, Fenster, so, was sind das für Sie persönlich, so als Gegenstände? Ich meine, Sie haben ja bestimmt eine besondere Beziehung. Naja, sagen wir mal so, ich gucke, ob ich im Urlaub bin oder sonst irgendwo, egal wo, ich gucke immer auf die Fenster. Meine Frau ist Floristin, die guckt immer auf die Blumen. Das, glaube ich, macht jeder irgendwo. Ja? Und ich gucke dann einfach eben nur, sind die Fenster sauber? Einfach nur jetzt, nicht, dass ich mich da beschweren will oder so, oder da putzen möchte, aber nee, einfach nur, wie die Fenster eben so aussehen. Ja. War mit meiner Tochter vor ein paar Jahren in New York, die hatten alle dreckige Fenster. Ja. Ja. Also war ich echt erschrocken. Sie sehen anhand der Fenster, mitunter, also jetzt nur meine Erfahrung, anhand mitunter der Fenster, wie die Küche in einem Restaurant aussieht. Mhm. Manchmal sah es so aus wie die Fenster. Nee, jetzt nicht, wenn jetzt zum Beispiel ein Sturm war, dann ist klar, dass die Fenster von außen gehen. Ob diese innen dreckig sind, dann weiß ich, ob ich da reingehen kann oder nicht. Das Revolutionäre, das, was dieses Stück Interieur zu einem Initialwerk der Moderne gemacht hat, sind vor allem auch die Bühnenanweisungen. Da heißt es ganz zu Anfang etwa, ein alter Garten, in dem Weiden stehen, im Hintergrund ein Haus, 3 Fenster im Erdgeschoss sind erleuchtet. Recht deutlich erkennt man im Schein der Lampe eine Familie beim abendlichen Zusammensein. Lichtverhältnisse, Entfernung und ein leichter Beschlag auf den Scheiben lassen alle Bewegungen wie vergeistigt erscheinen. Man merkt hier sofort, dass es in diesem Stück nicht nur um die Handlung, nicht nur um die Dialoge geht, sondern dass Lichtverhältnisse und die Bühne eine zentrale Rolle spielen. Die 3 Fenster symbolisieren, wenn man so will, auf der einen Seite den Schutz der Familie drin vor den Schrecken der Wirklichkeit und auf der anderen Seite die einzige Chance für die 2 Männer draußen auf Intimität, auf eine Inbeziehungnahme mit den Menschen drin. In dieser Weise haben sie eine Doppelfunktion. Sie sind Schutzschild und Hoffnungsträger in einem und symbolisieren, wenn man so will, in der müde gewordenen Moderne den letzten Rest an Transzendenz, an Chance auf Überwirklichkeit. Und was uns Materlings Stück in einer gewissen Weise eben dadurch auch lehrt, ist, dass wir die Fenster, unsere Fenster, nicht einfach nur als Gebrauchsgegenstände anschauen sollen, sondern sie auch ernst nehmen in ihrer metaphorischen Bedeutung als unsere schützenden Augen zur Welt.
Möglicherweise ist ihr tot. Man weiß es nicht. Was weiß man denn schon? Vielleicht gehörte sie zu denen, die nichts sagen wollen. Ohnehin birgt jeder mehr als einen Grund, in sich nicht mehr leben zu wollen. In eine Seele kann man nicht wie in dieses Zimmer sehen. Alle sind sie so... Sie sagen nur oberflächliche Dinge. Und niemand ahnt etwas. Monatelang lebt man neben einem, der nicht mehr von dieser Welt ist, für dessen Seele es keine Umkehr gibt. Man antwortet ihm ahnungslos und sie sehen, was passiert. Wie unbewegliche Puppen sehen sie aus. Und so viele Ereignisse finden in ihren Seelen statt. Sie wissen selbst nicht, was sie sind. Sie hätten gelebt, wie die anderen leben. Man muss dem gewöhnlichen Leben etwas hinzufügen, um es verstehen zu können. Man geht Seite an Seite, lässt sich nicht aus den Augen und nimmt sich erst in dem Moment wahr, wo man für immer fortgeht.